Ja, ich meine, willkommen zurück zu Let's Play The Blade. Ich habe jetzt die Lautstärke vom Mikro noch um 20% runter geregelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so in Ordnung ist und wir gucken mal, was das auch so auf uns zukommt. Und der Krüppel hat wohl immer noch nicht dazu gelernt. Du weißt doch, dass du keine Chance gegen uns hast und doch mischst du dich immer in unsere Geschäfte ein. Conan! Wird Zeit, dass wir dir alle Gliedmassen trennen, dann kannst du dich in unsere Angelegenheiten reinkugeln. Na super, das kann was werden. Hab mich überlebt, das. Erstmal Feuer, würde ich sagen. Jetzt sind sie sogar nicht dagegen empfindlich, das ist gut. Und die sterben sogar gleich davon. Das ist sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Okay, das ging schnell. Ja, das war der Bosskampf. Einmal Shiva-Handbuch. Ah, Shiva. Geil. Ich drücke jetzt mit die Tröse mir so aus dem Scheißegal hier. Zweiter. Book of Fire Volume 2. Sehr schön. Jetzt kann ich Ihnen das auch lernen. Oh yeah. Bam. Was kann er jetzt? Feuer, Flamme, Feuerer. Aha, okay. Und Flamme geht wahrscheinlich nur auf einen Gegner, denke ich mir mal. Hallo Junge, dir geht's gut, mein Freund. Was ist das jetzt? Achso, der ist, ja. Du bist es wieder, hast mir schon so oft aus der Patsche geholfen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich... Haben diese Hunde dir was getan? Nein, mir fehlt nichts. Bedanken kannst du bedanken kannst du dich später. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja gut. Wo ist eigentlich war nicht irgendwo auch mal, keine Ahnung, irgendein die Aurelie. Irgendwo muss sie doch sein, oder? Einmal Krutone Shirika. Was für ein Name. Immer diese japanischen... Aua! Tut das mir weh, oder? 404? Ja, das tut mir weh. Weisen, die Junge! Ja, man... Mike Xin... Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Und Weisen, Junge wird eigentlich zusammengeschrieben und klein, ne? Also, oh, dieses Spiel ist eine Rechtschreibfehler. Das ist nicht normal. Aua! Aua, ich tue mir gerne weh, dass ich in Dings rumtappe in Glasscherben. Na, das ist eine Truhe. Und ein Zettel, den ich nicht lesen kann. Einmal großer Heiltrank. Ah ja, schön. So. Hier irgendwas untersuchen. Das Haar stinkt nach Schießpulver. Das Fass stinkt nach Schießpulver und die Typen sind alle tot. Zum Glück. Was ist das? Was sind wir denn jetzt? Noch eine Truhe. Einmal Kettenrüstung. Kann er die ausrüsten? Kettenrüstung. Ja, kann er. Sehr gut. Nochmal Verteidigung. Das ist schön. Mir fällt mal gerade auf, es regnet im Zelt. Alles Spiel. ja. Der Typ steht mir, liegt mir im Weg rum. Was ist eigentlich, wenn ich da reingehe jetzt? Wer ist da? Komm raus, Bastard! Das war nämlich gerade das Handelfeld, glaube ich, am Metal Gear Solid, ne? Nein, kein Limit. Ich will einen normalen Angriff. Ich will mein Limit nicht verbraten. Bam! 251. Null. Ha. Du machst keinen Schaden. Du machst keinen Schaden. Du stirbst jetzt. Bam. Yeah. Haha. Tschüss. 130 Erfahrung, 80 Monnen. So. Der ist auch tot. Hat mal alle erledigt. Von ihrem Partner band weniger in dieser Welt. Und es ist hier drinnen wieder ein schlafender TP. Wer ist da? Komm raus, Bastard. Ja, schön. Auf was bin ich denn jetzt bitte getreten? Okay, Alter, dann töte ich dich halt.
Lass dir die Limitlatte sinken, das ist so ein scheiß Bug, ey. Das ist echt nicht normal, das ist echt, das ist... So was, so ein idiotisch. Challenge-Schlüssel. Challenge-Schlüssel verwenden, ja. Hier ist doch gar keiner. Irgendwie. Also was ist los? Hier ist doch keiner. Seltsam. Egal, ich schreibe mich nach. Einmal Book of Fire Volume 3, das habe ich doch schon. Naja, kann ich verkaufen. Das war es anscheinend dann. Wo ist denn eigentlich Aurelie? War die wohl nicht hier oder was? Ach nee, ist noch doof. Die ist doch mit Sasun unterwegs. Ach, ich bin doch bescheuert, ey. Ich bin doch echt bescheuert. Aber nun gut. So, da wollen wir mal. Vorwärts. Und gucken, was so weiter auf uns zukommt. Ja. Eine ganz leichte Erkältung. Also bitte ist Entschuldigung, falls ich mal nicht was sage, weil ich dann vielleicht schniefen muss oder so. Aber gut. Oh Mann, lauf zu, ey, verdammt nochmal. Das ist doch die Scheiße. Ich krieg die Krise, ey. Das ist so nervig, ne? Ich frag mich, was das ist. Also. Ne? Das ist nicht nur normal. Lass mich doch reden, Alter. Blöde Kackviecher. Ja, was ist das denn hier? Hallo? So ein Scheiß. Das ist echt nicht mehr normal. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, seit wann das auftritt. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Mann, ey, das ist nicht normal. Das ist nicht an der Aufnahme. Das kommt auch vor, wenn ich nicht aufnehme. Und daher... Wo muss ich die jetzt eigentlich hinbringen? Ja, geil. Was glaubst du so, verpiss dich, bevor ich die eigenen Massen breche? Das kannst du ja auch, ne? Vielleicht jetzt in. Hey, die scheiß Blöde, ich will gehen, Alter. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ach, da unten. Ich guck mal wieder voll in die falsche Richtung. Und die laufen alle voll spackisch rum hier. Oh Mann. Das sieht jetzt irgendwie aus den Augen krüppel. Ja, ich sag Dirk, ist alles nett. Was soll ich denn die jetzt hinbringen? Das gibt's ja nicht, ey. Was soll ich mal. Oh wow. Waren das viele Gegner oder waren das jetzt? Keine Ahnung. Itemverkäuferin. Und ich kaufe mir. Ich will gerne. Halt! Die kann ich auch verkaufen. So, einmal. Den Scheiß verkaufen. Kleidung verkaufen. Schwere Rüstung verkaufen. Dolch verkaufen. Das kann ich nicht verkaufen. Den Helm behalten wir. Stricklatte brauchst du eigentlich auch nicht mehr. Ifrit Handbuch kann ich auch nicht verkaufen, Aber das kann ich verkaufen nochmal für 3000 Mann. So. 10 Schlüssel brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Alles trinken mit der Hacken. Das ist der Spender. Nein, habe ich nicht verkaufbar gemacht. Mann, ey. So, 4 Stück davon. Und das war's dann auch schon. Wieder. Okay. Und was nun? Wo muss ich denn jetzt hin? Nein, lass mich zufrieden. Ey, diese scheiß Gegner hier in der Stadt, das ist doch nicht zu ertragen, ey. Mann. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Hallo? Fickt euch doch, ey, das ist doch nicht mal. Ja, halt doch die Klappe einfach nur. Bambuschnaps, bla bla bla. Nee. Hier vielleicht bei den Typen Waffen. Weil ich
Normale Klinge. Warum ist die stärker als meins? Dämonenschwert kann er nicht ausrosten. Ich kann es mir nicht. Ich habe jetzt schon eine andere Waffe. Deswegen. Wo muss ich denn jetzt hin, verdammte Scheiße, ey? Muss ich jetzt wieder. Ich denke mal, ich muss. Ach, was. Ich muss wahrscheinlich wieder zur. Dingens. Zur Kampfschule und lasst mich doch mal zufrieden, ihr, ey. Hallo, geht's noch? Mann. Scheiß Mann. Oh, was ist denn? Ach! Ach, schau mal einer sie an. Feilung, der Kopfgedieger. Was? Wo? Wer ist das jetzt? Keine Ahnung. Ich habe so viele Schweine schon getötet und ich kann nicht glauben, dass noch so viele hier versammelt sind. Ich weiß, Skeleton dort hinten hat Angst, aber das ist unnötig. Denn ich sehe hier nur einen Haufen voller Schweine. Sie alle zu töten wird ein Kinderspiel. Bleib hier und sehe zu oder heile deine Wunden. Nimm mich nicht, Skeleton. Conan. Und du brauchst keinen Helden hier schwingen. Töte sie einfach. Wer ist Feilung? Ich weiß es nicht. Ja, ich töte Schweine für Geld und heute bist du es, Großväterchen. Geh zurück, Iron Head. Was geht denn hier ab, ey? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ja, ist zu stark für dich. Wenn wir schon sterben, dann besser kämpfen und sterben. Halt den Mund und bleib zurück. Das ist nur zwischen uns beiden. Lass sie gehen. Der Typ da oben oder was? Sicher, ich werde sie gehen lassen. Aber als erstes hack ich dir selbst einen Arm ab, dann können wir weiterreden. Ich hab dir ein Vermögen gezahlt, damit er einen Arm verliert. Töte sie! Armer packen! Warum wirst du hysterisch? Hysterisch! Mach du doch vor, oder hast du Angst? Meister, mach das nicht! Meister! Wow! Fertig mit dir! Meister! Was soll der Gitti nur vor? Töte sie! Sie gehören mir! Was soll der Gitti nur ab? Wenn ich die Chance erhalte, werde ich dich töten, Feilung! Was soll der Gitti ab, ey? Ich verstehe gar nichts. Vater, Ironhead, ihr blutet! Wir müssen die Blutung stellen. Komm, kleiner Mann, hilf mir! Noch ein Schwein, der sterben will. Das setze ich Skeleton auf die Rechnung. Setze, was du willst, auf die Rechnung. Aber hör auf zu labern. Du sollst ihn töten. Und da laufen die anderen mit ihr noch rum. Na super. Am Ende sein muss auch den Krüppel dort. Oh, na super. Ey, der Typ hat sogar eine eigene Animation. Ja, geile Scheiße, ist das geil. Meine Flamme ausprobieren. 212. Na ja, toll. Null Schaden. Oh, 179. Geile Scheiße. Ja, ist sehr gut, ist sehr gut, ist sehr gut, ist sehr gut. Limit. Round Spin auf den da. Mit dem Nenner ist erwischt noch. Da. 328. Nur ihn. Na super. Und der kann verdammte Zauber. Es ist nicht gut, ich überlebe das nicht. Ja, komm schon, komm schon. Nein! Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Scheiße, ey! So ein Rotz, ey! Jetzt sind wir viel zu schnell. Ja, toll, ist er. Ach, nö! Fick dich doch, Spiel, ey. Ich schneid. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt auch die beiden Typen da außerhalb erledigt und, was ist eigentlich das da unten? Achso, Summon, ja, die Beschwörungen. Okay, ja. Shiva lässt riesige Eiskristalle regnen, die den Feind den Atem nehmen. MP kosten 45. Ja, natürlich immer wieder rechts voll. Ach, nee, ganz ehrlich. Ifrit.
Wie sieht der denn aus? Ach du Scheiße. Oh nee. Leute. Wie kann man nur sowas verschanden, ey? Das ist doch nicht normal. Ifrit saust in einem flammenden Inferno in der Höhe und schmettert die gewaltigen Lava-Brocken hingegen. Kosten 30. Schön. Aber warum zur Hölle solche komischen. Ah, nee. Also ganz ehrlich, ich bräuchte eigentlich mal. Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt da rein und werden wieder Zwischensequenz überspringen und alles und. Oh Mann, ey. Laber, Blut und Mord und Tod und Ketchup überall und überall Ketchup und überall Ketchup und überall noch mehr Ketchup und noch mehr Ketchup und noch mehr Ketchup und noch mehr Ketchup und noch mehr Ketchup, 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 Ketchup und er schneidet sich einen Typen da und. Was soll geht hier nur ab? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich will einfach nur noch diesen Scheißkampf da gewinnen. Und es tötet er wieder alle. Das ist ja nicht schön. Wir sterben alle und das ist nicht schön. Und es sterben alle und werden schon wieder alle getötet. Und wir sterben und ich laber Scheiße und ich laber voll die ganze Scheiße. Ich laber Scheiße, 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 Scheiße. Ich laber Scheiße, Scheiße, Scheiße. Halt doch mal die Fresse. Hallo. Haltet einfach mal die Fresse und lass mich jetzt hier, ey, Mann, ey, das ist doch nicht normal, das ist doch nicht normal. Ja, ey, fick dich doch, Mann. So. Feuerer, damit die wenigstens ein bisschen geschwächt sind. Allesamt, ey, das ist doch nicht normal, ey. Mist, sehr gut. Außer, dass meine Limit-Attacke jetzt schon wieder sich leert. Das ist nicht schön. Aua, Arschloch. Wie, du lässt es mein Limit-Attacke, danke. Roundspin auf den da, vielleicht erwischt er den denn da oben mit oder so, wer weiß. Ja, sehr gut. Da, der ist schon mal tot und der nicht. Schade. Naja, egal. Dann greift man den nochmal normal an und dann dürfte da auch Geschichte sein, oder? Ja, ja, geht doch. So, als epische Duell des Todes steht jetzt an. Für den Typen da. Der wird nämlich jetzt sterben. So, aber vor allem, ich will jetzt mal heilen. Auch wenn das nicht sehr viel heilt. Trotzdem Heiltränke übertrinken, glaube ich. So. Autsch. Ja, geil, du Arschloch. Fick dich doch mit deinem Scheiß da, ey. Hab ich nicht irgendwas hier? Ich kann nicht meine Items aus dem Inventar benutzen, also die normalen Items, das finde ich scheiße. Was hätte man noch ändern sollen? Aber nur gut, egal. So, Angriff, normaler. Bam. Mal hier einen Heiltrank schlucken. Das ist wirklich sehr geil hier. Geiler Kampf. Ja, gegen sowas ist er geil. Wegen sowas. Wegen so einem Scheiß. Limit, Round Spin. Bzz, durchdrehen, heftigst. Ja. Und ich muss mich wieder heilen und ich überlebe den nächsten Angriff nicht. Alter, könntest du mal aufhören, hier zweimal einen Rohr anzugreifen? Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair. Vor allem, wenn er mit seinen scheiß Zauber eingreift, dann ist es total unfair. Was ich verbrate mein MP, dann mache ich wenigstens mehr Schaden oder auch nicht, oder? Na, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Na, ich werde es einfach mal skillen. Wenn ich es nicht überlebe, habe ich halt Pech gehabt. Ne? So, Feuerer, bam, 246 und er ist tot. Yeah, 1700 Erfahrung, 1096 Mon, sehr gut. Seitdem gehen Buchstaben gleich verschluckt bei den 1700. Zweimal Book of Agility, einmal Magic Book. Ah ja, okay. Er hat Feilung vernichtet. Dieser Schwächling. 300.000 Mon habe ich gezahlt für diesen Hund. Und nun, das ist ein Plus, ich soll noch gegen den Banditen Bosses in Anschluss kämpfen. Einen Tag später. Nö, soll ich nicht. Gut.
Warum stehen da wieder Leute? Achso, ich kann mich bewegen. Muss mir mal jemand sagen. Und ich halte mich wieder ein Schwert, damit das mit Kosten in den Tag gehen. Und artig hatte ich nicht automatisch geheilt. Das wäre jetzt auch so klar. Leute, mach mal ein MP. Nee, brauchst du nicht, aber du bräuchtest mal ein bisschen Beweglichkeit, damit du schneller wirst. Weil das ist ja halt viel zu wenig hier, was du da hast, ey. Ganz ehrlich. Wo soll ich jetzt hin? Das ist doch nicht normal. Normal. Wo soll ich jetzt hin? Das hat mir nicht mal das sagt das Questlog. Ja, schön. Fange immer noch ein neues Leben an. Und sage den Spieler nicht, was er zu tun hat. Denn das ist überflüssig. Die Samurai sind die Besten. Die Schule kann sich sicher fühlen. Ah ja. Und was war das gestern? Ihr wurdet alle abgeschlachtet. Und ihr seid ja so gut, ey. Ja. Da steht ja immer noch Essen rum. Wo soll ich denn jetzt hin? Hallo? Cool. Wo soll ich denn jetzt hin? Hallo? Also ich sage hier mal, ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich hin soll. Und da kann ich nicht lang aus irgendwelchen Gründen, die ich immer nicht verstehe. Ich will irgendwo wissen, wo ich lang kann. Hier sind ganz viele Tiere. Und da steht ein Busch im Weg. Unüberwindbare Büsche und er läuft übrigens noch um völlig komisch, weil der Arm so komisch wackelt. Das ist nicht normal. Das sollte vielleicht mal zum Arzt. Wie lustig, nicht? Soll ich denn hin? Ach ja, hier, ja. Ja, ist klar. Das sieht man ja voll, dass man da hin kann, wo die anderen Türen verschossen waren. Ist logisch. Wer bist du? Keine Ahnung, auch das ist der andere Typ, stimmt ja. Hallo. Alles klar, mein kleiner Freund. Hep. Das war kein Soundeffekt. Ich dachte schon. Es war nämlich irgendwo hin bei dem Kampf, bei den Banditen. Nach dem Kampf waren irgendwie Soundeffekte. Aber wird schon merken, des Kampfes waren die Soundeffekte nicht mehr da. Also ihr wisst, also der Kampf im Banditenlager. Was immer das war, ich weiß nicht. Sie sind fast wieder bei Kräften. Wie viele Mal hast du mich schon gerettet? Und dann hast du noch meinen Vater beigestanden. Ich kenne noch nicht mal deinen Namen. Ich bin Mike Sin. Ich bin die Tochter von dem Alten hier. Das habe ich gehört. Schlaf weiter, Vater. Du musst dich ausruhen. Darf ich fragen, wie du heißt? Mein richtiger Name ist Protagonist, aber meine Freunde nennen mich meistens Protagonist. Protagonist. Was ein schöner Name. Ja. Bevor ich weiterziehe, wollte ich dich bitten, auf meinen kleinen Freund hier aufzupassen. Er hat sein Zuhause verloren und seine Eltern hat er schon vor langer Zeit auch verloren. Ja. Oh! Immer dieses Telefon. Das ist kein Problem. Dann ist er ab jetzt mein kleiner Bruder. Und er freut sich. Bevor du gehst, Vater hat mir das gegeben. Ich sollte es dir geben. Einmal Ketten. Was? Ich hab sie doch schon. Es hatte ihn gehört, aber er schenkt es dir. Punkt. Dann ziehe ich mal los. Ich muss nach Edo, einen alten Schwulebert besuchen. Ich meine seinen alten Freund. Gute Besserung den beiden und danke für die Rüstung. Ja, toll. So. Wir haben zwar noch nicht noch viel, ist mal Schnuppe. Du Vollidiot! Curse you! Mein Freund, es wird Zeit, sich zu verabschieden. Achso, bei dem noch. Ich verdanke dir mein Leben. Das werde ich dir nie vergessen. Komm mit mir ins Bett, ich bin voll pädophil. Nein, wisst ihr nicht. Ich schulde dir noch ein Messer zum Schneiden. Verdammt, du merkst dir ja auch alles. Gut, ich hoffe dir ein neues Messer, aber nur wenn du es nicht anfängst zu heulen, wenn ich losziehe. Oh, bleib da, die Fresse. Was? Du bist froh, dass ich weg bin? Na toll.
Vielleicht verstehe ich dich die ganze Zeit auch nur falsch. Okay, jetzt kann ich aber, ne? Jetzt kann ich aber weg hier. Endlich weg hier, alle aus diesem scheiß Kaffee. Nichts los hier. Nur die ganze Zeit Gegner und ey, voll nichts los hier. Ich laber voll die Scheiße. So Leute, ich mache jetzt mal Schluss. Leute, wir sind das nächste Mal bei Let's Play The Blade und so und weiter und sterben und ihr werdet alle sterben. Und wir sind nicht vollgeheilt. Was soll die Scheiße? Warum heilt man nicht? Ich hasse sowas. Dann schlucke ich halt eine Medizin, wo es vollkommen sinnlos ist, aber scheiß drauf. Ja, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play The Blade. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.